Herzlich willkommen, die Housing-Rundtour geht weiter. Diesmal für ein Haus, das wir für einen Halloween-Contest gemacht haben. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr genial. Wir haben tatsächlich Platz 3 damit belegen können. Ich bin super stolz auf uns. Aber wichtig war halt einfach die Freude an dem Haus, weil es hat einfach sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch sehr viel gelacht dabei, als es entstanden ist. Und es gab auch einen Punkt, wo ich dachte, es wird halt sein, dass wir gesperrt werden. Aber tatsächlich ist es nicht eingetreten. Es war auf jeden Fall eine wahre Freude. Und ich danke überhaupt, dass es solche Möglichkeiten gibt, solche Contests mitzumachen. Und ich bin schon gespannt auf die nächsten, die entstehen werden. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Da nochmal ein dickes Dankeschön an die, die das Ganze organisiert haben. Also wirklich super, super Dankeschön. Also, willkommen in der Veloti-Träumerei. Ich sag immer Dejan. Ich weiß, das ist völlig falsch ausgesprochen, aber ich sag's immer so. Nein, einfach aus Gründen des Triggerns von jemandem. Und der Aufbau des Hauses bot sich eigentlich an, weil ich die Räume, die Raumaufteilung sehr passend fand. Also es gibt ja noch die Art davon, wo die Räume etwas länglicher oben sind und unten, was aber nicht ganz so gepasst hätte. Hier passt es einfach perfekt dazu. So, wir sind am Eingang. Ja. Hier zeige ich mal. Also hier Bilder sind beigesteuert worden. Lampen, also Kürbisse mussten natürlich auch wieder rein. Dann alle möglichen Sachen, wie man hier schon sieht. Teppiche, gut, Gemüse wurde gebaut und ne? Es muss ja was Gesundes in einer ungesunden Umgebung. Ja, ne, sowas Kleines. Und wir haben dann gesagt, wir machen nochmal, ne, damit man wirklich etwas Gesundes hat, noch sowas dazu. Damit das schön leuchtet. Also es wurden halt Kerzen beigesteuert, die Lampen sind ja auch noch, ich glaube, waren ausgebuddelt. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Also alles, was ging und passte, wurde zusammengetragen von verschiedenen Community-Teilnehmern, also Community-Menschen, ganz lieben Menschen. Danke nochmal, dass ihr alle dabei wart und mitgeholfen habt. Das war wirklich klasse. Also da ganz, ganz großes Dankeschön auch dahin. Wir haben wirklich eine ganz tolle Möglichkeit bekommen, hier aufzubauen. Also alles wurde, was ging und passte, wurde halt reingepackt. Wenn es nicht passte, wird es aufbewahrt für das nächste Projekt. Weil wir haben ja noch einige Projekte, sind auch schon wieder zwei. Nee, eins ist schon wieder fertig. Das wird aber erst am Dienstag bekannt gegeben im Stream. Danach wird auch das Video folgen. Dann die Vorhänge mussten her. Also ich finde das Licht halt ganz schön, dass es da oben nicht so ein warmes Licht ist, sondern richtig so ein kaltes. Und das war irgendwie passender als so ein normaler Kronleuchter. Und hier ist dann halt, ne, so eine Essecke. Wir wollen nicht wissen, was da drin ist. Abgesehen von Würmchen, die man offensichtlich sieht. Aber ne, das ist auf jeden Fall nicht lecker. So, da zu diesem Raum, wo ich gerade kurz hingeschwenkt habe, werden wir später hinkommen. Aus Gründen. Erst einmal die Laborküche, natürlich durfte das Licht nicht wieder fehlen. Dann haben wir hier eine wunderschöne, ne, also wenn Küche, dann richtig, so mit auch Alchemie-Sachen in der Nähe, weil, ne, also ein paar Gewürze braucht man ja immer. Und ich durfte dann feststellen, dass dieses Ding hier tatsächlich leuchtet. Also ich weiß nicht, ob das jemand noch wusste, aber es kann leuchten. Also, das wusste ich tatsächlich, also ich habe es ja schon öfters gesehen, ich habe es auch ein paar Mal gebaut und habe mich tatsächlich noch nicht damit auseinandergesetzt oder nicht darauf geachtet, dass es tatsächlich leuchten könnte. Was nicht schlimm ist, man lernt ja immer dazu. Auf jeden Fall wurde alles, wie gesagt, was ging, verbaut. Leider sind die Slots auch schon hier wieder alle aufgebraucht. 400 Slots gehen schneller voll, als man denkt. Das passiert sehr, sehr schnell. Und wir gehen nachher noch dahin, in diesen Raum da drüben, aus diversen Gründen. So als Abschluss, würde ich mal sagen. Erstmal gehen wir nach oben. Wie gesagt, ich mag diese Raumeinteilung voll gerne. Also es lohnt sich mal, dieses Haus anzugucken, falls ihr das noch nicht habt. Bestimmt haben es die meisten, aber ich sag's halt mal so. Hier ist das Zimmer, das ist das Raucherzimmer, ne? Also ihr seht die Drohne, ich habe es ja schon mal erwähnt. Die Drohne wurden wirklich oft verwendet. Also wir drehen uns gleich um und ihr seht auch, was da noch mehr sind. Aber sie passen halt hierher. Das ist so dieses bisschen vampirische. Ja, es ist halt sehr viel Gold draufgegangen, nur um diese Drohne alle zu holen, weil die sind tatsächlich nicht ganz günstig, wenn man sie kauft, ne? Es lohnt sich fast eher, sie alle auszubuddeln, aber da muss man natürlich auch die Spuren für haben. Und ja, das ist halt das Raucherzimmer.
Wie man sieht, ging hier, also wurde hier sehr viel geraucht. Dann kommen wir, also hier kann man noch mal ganz kurz runterschauen in dieses, in den Vorraum. Und hier sieht man noch mal so die Kombi mit warmem und kaltem Licht, was ich in ESO halt wirklich, wirklich feiere. Also ich mag diese Kombi oder diese Möglichkeiten, was man mit Licht alles anstellen kann. Und es ist einfach genial. Also man kann sich da wirklich super, super genial austoben. Und teilweise geht das durch die Wände, ist vielleicht nicht ganz so beabsichtigt, dass das diesen Effekt hat. Finde ich aber nicht schlimm, weil es gibt dann so ein indirektes zusätzliches Licht, aber auch so ein Effekt für sich. Ne? Also hier sieht man ja das Blau, obwohl wir hier eigentlich nichts Blaues haben. Und ich finde es eigentlich toll. Ich finde es eigentlich wirklich toll. So, hier ist das Zockerzimmer, wieder Throne, ne? Aber ich finde die einfach schön. Also sie sind halt so dieses düstere, edle, es passt einfach. Und dann musste hier natürlich auch wieder ein Goldhaufen her. Ganz wichtig, ne? Wenn zocken, dann richtig. Ne? Also es geht halt nicht anders. Und natürlich ein bisschen Snacks. Das fehlt, darf ja nicht fehlen. Ne? Wie gesagt, alle Slots sind aufgebraucht. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Zu dem anderen Zimmer, wie gesagt, kommen wir zum Schluss. Jetzt gehen wir erstmal in den Keller, weil im Keller... So... Also ein Keller hat das ja auch hier und natürlich musste das einen ordentlichen Keller haben, weil, also passenden Keller zu einem Halloween-Haus, ne? So ein bisschen düsterer, bisschen schmuddeliger und wir haben auch ein paar eingesperrt. Da oben ist unser Narr, der eingesperrt ist. Also hier, ne? Das ist unser kleines, wunderschönes Folterkämmerchen. Wenn jemand nicht brav ist oder jemand Spaß haben will, na, dann wisst ihr, wo man hingeht. Ja, also auf jeden Fall, da ist unser Narr, der dann herhalten musste. Ich glaube, der ist nicht ganz glücklich da oben, aber naja. Er ist ja auch noch woanders vertreten. Also er hat ja seine Plätzchen. Da ist er nur übergangsweise drin. So, dann kommen wir jetzt zum Garten. Der übrigens... Moment, da müssen wir abbiegen. Wie gesagt, in den einen Raum gehen wir später. Das war, glaube ich, der Teil vom Haus, den ich sogar am meisten gefeiert habe. Man fängt mit einem Baum an. Oder? Nein, also wir machen es meistens so, wir stellen einfach erstmal alles ab und wir gucken, was in diesem Chaos entsteht und wie es wird. Und wenn in diesem Chaos irgendwas Interessantes ist, wird es verwendet. Unter anderem wird dann ein Halloween-Kürbishaus gemacht. Baum gemacht, nicht Kürbishaus. Also Kürbishaus wäre eigentlich auch cool. Aber ein Halloween-Kürbisbaum wurde dann gemacht. Ich hatte ein Paket mit Halloween-Sachen bekommen. Die sind dann alle hier drin gelandet. Also hier wurde alles drin verarbeitet. Und hier sind dann halt zum Beispiel die Gräber mit diesen leckeren Büschen. Ne? Also passend dazu. Ein zweiter Baum ist schon in Arbeit gewesen. Wie gesagt, Slots haben leider nicht gereicht, sonst wäre da auch noch über und über die Kürbisse gewesen. Am schönsten sieht das Haus natürlich aus, wenn es halt im Dunkeln gesehen wird. Jetzt haben wir ja leider noch Sonne, aber es ist nicht schlimm. Ich habe noch Screens gemacht, wo man das halt sieht. Ich werde die auch, glaube ich, noch verlinken. Ich schaue mal, dass ich das mache. Auf jeden Fall, dieser Baum ist dann nur so, hier gucken wir doch mal, was passiert. Entstanden. Und die Farben sollten halt in diesen Rot, Grün, Orange, ne, dieses Leuchten wieder sein. Wie gesagt, im Dunkeln sieht es ja einfach sagenhaft aus. Und es war echt ein Spaß, die ganzen Kürbisse zu verteilen, weil ich sag ja schon, ich muss ja noch üben, das Ganze zu platzieren. Und das war nicht ganz einfach, muss man sagen, aber es hat funktioniert. Und wenn es gegen so totes Holz, ne, da drüben die vertrockneten Hölzer, wie gesagt, wieder Kürbisse ohne Ende. Wir haben eine eiserne Jungfrau hier. Hier schaut man hier nochmal den Eingang an. Es sind übrigens nicht die Kürbisse schuld. Wie möchte ich was so andeuten, dass die Slots nicht gereicht. Kürbisse müssen zu Halloween da sein. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders. So, und dann haben wir hier noch das Grab, wo die Hand immer rauskommt. Das sollte dann halt auch so ein bisschen überwuchert sein, ein bisschen gruseliger sein. Wie gesagt, und mit dem zweiten Baum war der Ansatz da, aber es ist halt nicht komplett fertig geworden. Was schade ist, aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? So, dann kommen wir zu dem Punkt, wo ich dachte, wir werden gesperrt werden. Bitte Kinder, guckt jetzt weg.
Nein, also es sieht schon ein bisschen merkwürdig aus, aber theoretisch, es war nicht so schlimm gemeint. Es ist halt so, ne, man sitzt mit vielen lieben Leuten da, die haben genauso viel Unsinn im Kopf und dann passieren Dinge und Sachen wie das da. Also es ist halt passiert. Und der Pranger, der war eigentlich auch eine Inspiration an eine Quest, wo wir ein Schlafzimmer gefunden haben, wo es einen Pranger gab. Also, ja, es ist, ne, es ist halt passiert. Und wir wissen nicht, ob er Schuld hat. Also, das wissen wir nicht. Naja, wieder Kürbisse. Also, das ist das Schlafzimmer. Es sollte halt ein bisschen gemütlicher sein. Ein bisschen schöner. Naja, gemütlich ist halt, glaube ich, Ansichtssache, aber es hat seinen Charme für sich, muss man so sagen. Ne? Und halt überall wieder Kürbisse. Und irgendwo hatte ich dann bei einem Händler einen Besen gefunden und der musste natürlich auch gleich mit. Also hier wieder diese Bilder. Die sind so genial. Ich finde die so unfassbar schön. Und ja, das hat viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir sind stolz auf den dritten Platz. Wie gesagt, wir sind auch sehr dankbar, dass wir da mitmachen konnten. Es hat eine so riesige Freude gemacht. Und daraus ist halt dieses wunderschöne Haus entstanden. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat gefallen. Dankeschön fürs Reinschauen. Wenn es euch wirklich gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und natürlich auch einen kostenlosen Abo-Klick, weil dann könnt ihr auch sehen, wann die nächsten Videos kommen. Wie gesagt, das kommen nicht nur ESO-Videos, es kommen auch noch andere Videos. Ich zeichne ja auch und dementsprechend kommen da auch noch ein paar Bilder, Videos und Verlinkungen dazu. Also, vielen lieben Dank und bis dann. Tschüss!